Wunderschönen guten Batman, meine Sprüngling Spritzer Crown ist hier am Start und yo Männer! Heute auf jeden Fall ein leckeres Chroma 3 Case Opening. Wir haben nämlich schon kurz vor 7, Alter, das wird brutal eng, werde das jetzt nachher noch schneiden, direkt hochprügeln. Bin nämlich vorher erst wie ein Penner um 6 Uhr aufgewacht, habe natürlich nochmal den Schwengel schwingen lassen und dann auch direkt am PC, um hier noch ein Video rauszuprügeln. Eieiei, da wären wir natürlich direkt mit Blue belohnt, Alter, wenn wir dafür jetzt auch noch ein Messer bekommen, dafür, dass ich heute alles verpennt habe, das wäre natürlich Kackenpreis und super lecker. Oh, da war auf jeden Fall Pink Skin ist am Start. Komm, Messer. Oh, lecker. Würden wir da jetzt Messer gewinnen, könnte ich auf jeden Fall ein schönes Analmesser rausprügeln. Hier so ein Aufbrechmesser. Könnte ich dann an euch verlosen. Aber da müssen wir natürlich erstmal das Messer ziehen, ne? Oh, die Waffe ist natürlich auch nicht sonderlich lecker. Die ist sogar brutal beschissen, Alter. Leck mich am Arsch. Hier muss halt irgendwas Brauchbares drin sein. Wir haben letztes Mal so unglaublich gut gezogen. Wir haben 5 Kisten aufgemacht und hatten 3x Pink drin. Wir hatten 3x Pink drin in 5 Kisten. Das war unfucking lecker. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie ansatzweise mithalten können. Die Hälfte haben wir jetzt schon fast hinter uns und das sieht, oh, knapp dran vorbei, ist leider auch vorbei, die gute G3 SG1 ist auf jeden Fall auch nicht so lecker. Genau, Boys, auf jeden Fall wird auch nächsten Monat jetzt endlich mal meine Roomtour kommen, in Anführungszeichen, haben sich viele von euch gewünscht. Die neue GTX-Grafikkarte kommt nämlich raus am 27. Mai. Die GTX 1080, das wird ein Brett, die soll doppelt so schnell sein wie eine 980 Ti. Doppelt so schnell, Freunde, das ist ultra fett. Damit kannst du auf jeden Fall 4K spielen auf 60 FPS, die wurde gestern vorgestellt auf dem Nvidia-Stream. Richtig, richtig leckere Nummer, werde ich mir holen. Denke ich, kostet ungefähr 800 Euro in Deutschland. Ist auf jeden Fall ein erschwinglicher Preis. So waren die GTX 980 letztes Jahr auch. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch die holt. Es kommt auch eine GTX 1070 raus. Das wird die 970er Version sein. Die ist ein bisschen schlechter, aber dafür auch einen guten Brocken günstiger. Die wird es dann, glaube ich, für 550 Euro so um den Dreh rum geben. Gestern wurden natürlich noch günstigere Preise angesagt, aber Mediamarkt und alle Läden wollen ja auch noch was dazu verdienen. Dann haben wir noch Mehrwertsteuer in Deutschland, deswegen wird das alles ein bisschen teurer, denke ich. Oh, schade, eins vorbei, kacke. Haben wir auf jeden Fall nichts gezogen, das ist nicht so lecker. Naja, Boys, das war das Video für heute. Wie gesagt, ich habe ein bisschen verpennt. Lasst auf jeden Fall euren Pimmel schwingen. Schreibt in die Kommentare, was für ein Video ihr morgen sehen wollt. Soll ich morgen endlich mal hier Inventare bewerten machen? Habt ihr da Bock drauf? Ich habe viele, viele Inventare, habt ihr eingeschickt. Falls ihr noch keine Inventare eingeschickt habt und ihr wollt, dass ich eure Inventare in dem Video bewerte, dann könnt ihr das tun auf crowny.de. Es geht dabei wieder nicht darum, wie teuer die Inventare sind. Ja, also ein geiles 100-Euro-Inventar kann mein Inventar zum Beispiel locker schlagen. Locker. Weil bei mir Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt nicht stimmt. Und Preis-Leistungs-Verhältnis wird eine sehr, sehr große Rolle spielen. Gut, in diesem Sinne, ich sag für Spider-Man, haut rein und tschüss. Tschüss. Am Start auf jeden Fall. Viele von euch haben sich mal gewünscht, beziehungsweise gewünscht, wie auch immer das Wort heißt. Wir sind uns hier nicht ganz genau sicher, dass mal auf Ripskins im Pod gespielt wird. Gewünscht, ich habe wirklich, wirklich Bock. Und da kommt der Giorgio irgendwo aus dem Nichts rausgepimmelt. Knallen wir hier auf jeden Fall die vollen 10 Skins.